Jetzt ist er endlich da. Dante Bonfim Costa Santos, genannt Dante der Mann mit dem Afro. Von Rio über Frankfurt nach München. Landung 13.05 Uhr. Ins trübe bayerische Wetter. Freut er sich auf München? Ja. Trotzdem, ja. Kann er auch. Der 28-Jährige soll die Abwehr des Rekordmeisters verstärken. Bei seinem Ex-Club Mönchengladbach war Dante Leistungsträger und Publikumsliebling. In München muss er sich erst einmal neu beweisen. Ich will nicht viel darüber reden, was ich, ob ich spiele oder nicht. Ich will nur jeden Tag alles geben und warte auf die Entscheidung von den Trainer. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Dante wird sich durchsetzen wollen, den Kampf um einen Stammplatz annehmen. In nur 2 Jahren ist WM in Brasilien, Dantes Heimat. Die Chancen für die Seleção zu spielen wird nicht geringer, wenn man bei einem Top-Club Stammspieler ist. Mit unserer Verein muss ich immer auf die Nationalmannschaft denken. Und ich hoffe, dass es wir passen mit der Top-Leistung hier in München. Und nachher wir können wir das zweite Ziel ein bisschen anschauen. Seleção oder nicht, jetzt heißt es erst einmal Sebener Straße und alles weitere. Schauen wir mal, heißt es beim FCB.